Ein Geldglitch, liebe Leute. Ich erkläre euch das, warum das so ist. Hier in diesen Rennen bekommt ihr immer fehlerfrei Bonus. Ihr könnt Fehler machen, zum Beispiel Zeitstrafen, Unfälle. Ihr könnt auf den Rasen rauffahren, auf den Sand, gegen die Leitplanken. Und ihr bekommt trotzdem ein fehlerfrei Bonus. Normalerweise in Gran Turismo 7 bekommt man nur einen fehlerfrei Bonus, wenn man wirklich absolut sauber, absolut fehlerfrei ein Rennen absolviert. Ein komplettes Rennen durchfahren ohne Fehler, dann gibt es fehlerfrei Bonus. Hier in diesen Rennen bekommt ihr immer fehlerfrei Bonus. Egal was passiert, außer eine Ausnahme, wenn Überholverbot ist, dann nicht überholen. Aber Unfälle und alles, was ich aufgezählt habe, darf hier in diesen Rennen passieren und der fehlerfreie Bonus bleibt erhalten. Deswegen handelt es sich hier zu 100% um einen Geldglitch in Gran Turismo 7, der schon sehr, sehr lange funktioniert. Ja, und wurde immer noch nicht gepatcht. Es gibt viele andere Rennen. Wenn man da nur einen kleinen Fehler hat, ist der fehlerfreie Bonus weg. So wie es eigentlich sein sollte. Hier in diesen Rennen, aus irgendwelchen Grund auch immer, erkennt das System diesen Fehler nicht und ihr bekommt trotzdem am Ende einen fehlerfreien Bonus. Deswegen, liebe Leute, ist es zu 100% ein Geldglitch in Gran Turismo 7. Und da lasst bitte die Kommentare unter dem Video mit Behauptungen, das ist kein Geldglitch oder Clickbait, das ist alles Quatsch. Ich habe euch erklärt, warum das ein Geldglitch ist, warum das zu 100% ein Geldglitch ist. Wer anderer Meinung ist, okay, kann seine Meinung gerne behalten, aber unterlasst es bitte, hier solche Behauptungen aufzustellen. Das, was ich hier zeige, funktioniert tatsächlich. Ihr bekommt am Ende 1,5 Millionen. Das ist nicht irgendwo aus den Haaren herbeigezogen. Es ist tatsächlich das Preisgeld, was ihr hier erhaltet. Und ihr erhaltet auch einen fehlerfreien Bonus, wenn ihr Fehler macht. Alles, was ich sage, ist zu 100% richtig. Also nochmal, bitte unterlasst diese Äußerungen. Das ist kein Geldglitch. Wer es nicht glaubt, der kann es selber ausprobieren. Fahrt doch einfach das Rennen. Mach Fehler bis zum geht nicht mehr. Und ihr werdet sehen, am Ende trotzdem bekommt ihr fehlerfrei Bonus. Also, und genauso Clickbait. Ich mache hier keine Behauptungen, die nicht der Wahrheit entsprechen. Clickbait ist, wenn man irgendwas behauptet, was am Ende nicht stimmt. Ich zeige euch Sachen hier in meinem Video, die zu 100% stimmen. Ich zeige euch auch im Video das Preisgeld, was ich erhalte. Und wenn ihr das Rennen auch macht, dann bekommt ihr auch genau dasselbe Preisgeld. Also 1:1 ist das alles richtig, was ich zeige. Hier auf meinem YouTube-Kanal werde ich nur Videos veröffentlichen, die wirklich so den Tatsachen entsprechen. Wenn ich ein Rennen zeige, wo man 1,5 Millionen gewinnen kann, dann könnt ihr euch darauf verlassen, dass, wenn ihr das macht, auch 1,5 Millionen erhaltet. Denkt allerdings an die eine Sache, wenn Überholverbot ist, dann bitte nicht überholen. Das ist das Einzige, was das System erkennt. Die anderen Fehler werden einfach nicht erkannt. Ihr bekommt, wie gesagt, fehlerfrei Bonus mit Fehler. Und das ist eigentlich nicht richtig, das ist auch nicht normal. Und deswegen ist es ein Fehler vom Spiel, ein Fehler in der Entwicklung. Und deswegen handelt es sich hier tatsächlich um einen Geldglitch. Ich habe mich auch schon mit mehreren Leuten darüber unterhalten. Und ja, es ist tatsächlich ein Geldglitch. Punkt aus. Es ist so, deswegen heißt mein Video auch Geldglitch. Und wie gesagt, wer anderer Meinung ist, viel Spaß bei Gran Turismo 7, aber bitte unterlasst die Kommentare.
weil es einfach nicht in Ordnung. Das macht man nicht. Und alle Kommentare, die irgendwie darauf hinlaufen, dass das kein Geldglitch ist oder irgendwelche anderen Behauptungen, werden sowieso gelöscht. Manchmal automatisch von YouTube oder vielleicht von jemand anderes gelöscht oder halt von mir dann gelöscht, weil so eine Kommentare sind hier nicht erwünscht. Naja, wenn ihr Fragen habt zu Gran Turismo 7, stellt gerne Fragen, bin gerne bereit, euch die zu beantworten. Aber wenn ich euch ein Rennen zeige, wo man 1,5 Millionen durch einen Geldglitch gewinnen kann, und da behauptet irgendjemand, das ist kein Geldglitch oder ist Clickbait, dann ist das einfach nicht in Ordnung. Also, wie gesagt, nochmal, bitte solche Kommentare unterlassen. Wird sowieso nicht drauf geantwortet, wird gelöscht und ist völlig irrelevant, ist die Minderheit, die sowas behauptet. Also, lasst es einfach, aber trotzdem wünsche ich euch weiterhin viel Spaß oder den Minderheiten trotzdem viel Spaß bei Gran Turismo 7. Alle anderen, die das wertschätzen hier, diesen Geldglitch in Gran Turismo 7, dem wünsche ich natürlich richtig viel Spaß bei Gran Turismo 7. Und jetzt zeige ich euch das Preisgeld, liebe Leute. In einer Stunde 1,5 Millionen und das kann sich doch sehen lassen. Das lohnt sich auf jeden Fall, liebe Leute. Mehrere Rennen damit einfach abschließen, dann hat man richtig viel und kann sich hier die schön teuren Autos kaufen. Ja, auf jeden Fall ein Geldglitch zu 100% ein Geldglitch. Ich muss es nochmal sagen, ja, ich muss das einfach sagen. Es ist und bleibt ein Geldglitch in Gran Turismo 7, der bis heute immer noch nicht gepatcht wurde. Bonus fehlerfreies Rennen, jawohl, obwohl Fehler gemacht worden sind. Geldglitch. Weltstrecken Europa, denn die Rennstrecke Spa, da findet ihr das Rennen. World Touring Car 800. Maximale Belohnung 1 Million. Ja, aber Tatsache, gewinnen wir hier 1,5 Millionen. Ja, warum steht denn hier nicht 1,5 Millionen als maximale Belohnung? Ist ja falsch, was da steht. Ist die maximale Belohnung ist ja nicht 1 Million. Ist ja 500.000 mehr. Ja, noch ein Beweis, auf jeden Fall ein Geldglitch in Gran Turismo 7. Und jetzt zeige ich euch noch die treuen Zuschauer hier mein Setup, liebe Leute. 800 LP, ganz genau, habe ich super Setup hier gemacht. Könnt ihr gerne so nachbauen. Und mit diesem Fahrzeug habt ihr auf jeden Fall sehr, sehr gute Chancen, das Rennen zu gewinnen. Ich bin davon überzeugt, ihr schafft den ersten Platz, liebe Leute. Und dann habt ihr die 1,5 Millionen sicher in der Tasche. Ich hoffe, liebe Leute, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ihr doch gerne einen Daumen nach oben, liebe Leute. Und über ein Abonnement würde ich mich auch sehr freuen. Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch wie immer weiterhin viel Spaß bei Gran Turismo 7. Bis dahin, Leute, macht's gut, ciao und gute Fahrt.